Hey du, wie du im Videotitel schon sehen kannst, dreht es sich heute um das Thema Berufung. Ein riesiges Thema mit ganz vielen Mythen, die so nicht stimmen, die ich gerne in diesem Video mit dir aufdecken möchte, weil vielleicht geht es dir wie ganz vielen anderen Menschen auch. So manchmal hast du vielleicht das Gefühl, dass du von deinem Lebensweg abgekommen bist. Du fühlst dich nicht mehr auf der Spur, du fühlst dich irgendwie verloren. So, vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation, in der du eine Tätigkeit nachgehst, die dich nicht erfüllt, die dich unzufrieden macht, in der keine Freude da ist und du merkst, es wird dir irgendwie zu eng. Ja, du spürst hier so eine gewisse Enge. Doch du weißt vielleicht jetzt gerade noch nicht, wie weiter. Du weißt nicht, welche weiteren Schritte du gehen kannst und du weißt auch noch nicht, in welche Richtung es gehen kann, weil du diese Richtungen noch nicht sehen kannst. Das heißt, hier ist noch etwas Unklarheit da und du wünschst dir, ja, du sehnst dich danach, deine Berufung zu finden und sie zu leben. Wenn das für dich so ist, wenn du damit in Resonanz gehst, dann ist dieses Video hier richtig für dich und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, voll und ganz hier anzukommen, denn in diesem Video möchte ich mit den Mythen aufräumen, weil sehr viele Leute haben ein falsches Bild von Berufung. Und wenn du ein falsches Bild von Berufung hast, dann folgst du einer falschen Spur, einem falschen Pfad, der dich in die Irre führt und die dann am Ende des Tages für Enttäuschung sorgt. Ich möchte dir am Ende dieses Videos auch ein paar Punkte mitgeben, die dir helfen können, deine Berufung zu finden und die wirklich auch bis zum allerletzten Atemzug zu leben. Herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Channel. Schön, dass du heute hier bist. Schau, wenn es um das Thema Berufung geht, dann meinen immer noch sehr viele Leute, dass Berufung was mit Arbeit zu tun hat. Aber das möchte ich direkt hier schon mal trennen und bitte nimm das mit. Berufung hat nichts direkt mit Arbeit zu tun, sondern ganz wichtig, die Arbeit ist ein Resultat, die aus der Berufung kommt. Okay? Nochmal, Berufung bedeutet nicht nur Arbeit, sondern die Arbeit ist ein Resultat, die aus deiner Berufung kommt. Und zwar dann, wenn du deine Berufung lebst, wenn du ihr folgst, dann kommt die Arbeit aus dir heraus, als ein Ausdruck deiner Selbstentfaltung. Okay? Das ist wichtig, dass du das mitnimmst. Warum sage ich das? Schau, dass wir unsere Berufung leben, dass wir dem Ruf des Lebens folgen, weil das ist das, was es eigentlich heißt. Berufung heißt, wir sind in der Lage, dem Ruf des Lebens zu folgen. Wir hören hin, wir können spüren, wohin es jetzt gehen soll, was die Richtung ist. Gewisse Leute spüren das in Form von Intuition, gewisse Leute haben Gedanken, haben Gefühle, haben Ahnungen. Ich sage, es ist ein Mix von allem. Aber ich bin mir sicher, dass du das auch schon kennst und in deinem Leben, wenn du mal zurückblickst in deine Vergangenheit, dann wirst du Momente gehabt haben, wo du diesen Ruf gespürt hast. Du kannst dies vielleicht nicht ganz klar erklären mit deinem Verstand. Ja, macht das jetzt Sinn, dass ich das tue oder nicht? Es war nicht ganz verständlich mit dem Verstand, aber du hast so einen Ruf in dir gespürt. Mach das, geh diesen Schritt, mach das nicht, lass das oder tu das jetzt umso mehr. Und du bist dem Ruf gefolgt und dann im Nachhinein, bam, hat es sich herausgestellt, dass die beste Entscheidung, die du tun konntest. Richtig? Kennst du bestimmt in deinem Leben. Und das ist das, was ich meine mit dem Ruf des Lebens hören. Jetzt, was hier wichtig zu verstehen ist, ist, dass das etwas völlig Natürliches ist für uns. Es ist wirklich etwas völlig Natürliches. Schau doch Babys an. Auch wenn Babys älter werden, ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jahre, was macht ein Baby? Es folgt natürlich seinem Ruf, es folgt der Freude. Es geht dorthin, wo Freude ist. Automatisch. Es folgt dem Ruf. Ich gehe sogar so weit und sage, dass es eigentlich, ja, dass es Evolution ist, deinem Ruf zu folgen. Weil du musst dir vorstellen, seit 13,7 Milliarden Jahren dehnt sich dieses Universum aus. Okay, es dehnt sich aus. Das ist das, was die Wissenschaft sagt. Und
Dieses Universum dehnt sich also aus, aber du bist Teil dieses Universums und das Universum entfaltet sich durch dich hindurch. Ja, in diesem Moment, jetzt gerade. So, wenn du jetzt gerade hier sitzt oder hier stehst und dieses Video schaust, drückt sich das Universum durch dich aus. Das musst du dir erstmal geben. Gib dir das mal. So, lass dir mal kurz Zeit, das mal wirken zu lassen. Das ist ein Fakt. So, weil du Teil dieses Universums bist, hast auch du eine Kraft in dir, die sich ausdehnen will. Eine Kraft in dir, die sich ausdehnen will. Die zeigt sich, indem du dieses Video beispielsweise guckst. Du möchtest deinen Geist ausdehnen. Es zeigt sich aber auch in der Sexualität. Mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Es zeigt sich in unserer Kunst. Ja, wenn wir Kunst betreiben als Menschen, wenn wir Dinge aufschreiben. Es zeigt sich mit unserer Sprache. Wir möchten uns ausdehnen mit unserer Sprache. So, diese Kraft in uns ist in uns drin. Diese Kraft zeigt sich auch in Form von unserem Verlangen, in Form von unserem Ruf. Darum ist es nur natürlich, dass wir unserem Ruf folgen. Es ist unnatürlich, wenn wir dem Ruf nicht mehr folgen, wenn wir nicht mehr hinhören, weil es hier oben so laut geworden ist, weil es da draußen so laut geworden ist, wir nur noch auf da draußen schauen, den Blickwinkel nicht mehr nach innen richten, wir diesen Ruf abschneiden. Das ist unnatürlich und dann schläft der Mensch ein. Du schläfst ein. Ja, das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. So, bitte nimm das mit. Wenn du nur das mitnimmst und das wirklich kriegst, dann ist dieses Videos, dann machst du dieses Video schon wert. So, Berufung bedeutet nicht nur Arbeit. Berufung heißt, du bist in der Lage, den Ruf des Lebens zu hören und ihm auch zu folgen in jedem Moment. So, du kannst deine Berufung leben, indem du ins Fitnessstudio gehst, indem du kochst, indem du Sex mit deinem Partner, mit deiner Partnerin hast. Du kannst deinem Ruf des Lebens folgen, indem du eine ältere Dame oder einen älteren Mann über die Straße hilfst. Ja? Du kannst deine Berufung in jedem Moment, mit jedem Atemzug folgen. Es ist etwas Natürliches, es ist in uns, wir haben es als Baby in uns und dann wird es uns abtrainiert. Achtung! Dieses System, so wie es jetzt aktuell aufgebaut ist, ist es nicht gebaut, um deine Berufung zu fördern, sondern es ist aufgebaut, dass du funktionierst. Ja, du kommst in die Schule rein, du folgst deiner Berufung automatisch und dort wird es dir abtrainiert. Zuerst heißt es mal still sitzen, Hand aufstrecken, wenn du was sagen möchtest und so und so und so hast du zu denken und nicht anders. So, das heißt, stell dir vor, es wird uns regelmäßig abtrainiert, für eine sehr lange Zeit unserem eigenen Ruf zu folgen. Und das ist das größte Problem, das ist die größte Herausforderung. Ja? Aber eigentlich ist es was Natürliches. Ein anderer großer Mythos, wenn es um Berufung geht, der dich in die Sackgasse rennen lässt, ist, hey, alles, was mir Spaß macht, das ist meine Berufung. Wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann mache ich nur noch das, was mir Spaß macht. Das ist absoluter Quatsch, meine Freunde. Das ist absoluter Quatsch und bringt dich in eine falsche Richtung. Wir müssen unterscheiden zwischen Spaß und Freude. Spaß ist sehr oberflächlich. Was dir heute Spaß macht, kann dir morgen schon wieder keinen Spaß machen. Ja? Freude ist etwas Tieferes. Freude ist tiefer als jedes Gefühl. Spaß ist ein bisschen lustig haben, ein bisschen Spaß zu haben. Freude ist etwas Tieferes. So, schau als Beispiel. Ich habe jahrelang Natural Bodybuilding gemacht, bin Weltmeister geworden, Schweizer Meister. Ich habe das jeden Tag gemacht. So, ich würde behaupten, ich war in dieser Disziplin einer der Besten. Und jeder Mensch, der in einer Disziplin wirklich Weltspitze ist, sei es in der Musik, sei es in seinem Job, sei es im Sport, egal wo, der wird dir bestätigen können, dass das nicht nur Spaß macht. Das macht nicht nur Spaß. Immer ins Training zu gehen macht nicht nur Spaß. Mit der Gitarre zu spielen macht nicht immer nur Spaß. Aber trotzdem werden dir diese Leute bestätigen können, dass da tiefer etwas ist, was sie erfüllt und das ist die Freude an denen. Nur wenn du Freude spürst, in dem kannst du das wirklich langfristig durchziehen. So, wenn du Gitarre spielst und
du möchtest da Weltklasse sein und du machst es immer und immer wieder und es macht dir keinen Spaß mehr, dann wirst du aufhören. Wenn du aber den Ruf in dir spürst, weiter zu spielen und du merkst in der Tiefe, das macht dir Freude, dann wirst du das auch tun, wenn du abgefuckt bist. Du wirst auch nach 3-4 Stunden spielen, halt immer nochmal eine halbe Stunde dranhängen, weil du einfach besser sein möchtest, weil du es fühlst, weil es dein Ruf ist. So, wenn du also nur immer folgst, was dir Spaß macht, weißt du, was dann passiert? Dann bist du heute da, morgen da, übermorgen hier, in 2 Wochen da und bam, 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 du kannst nie irgendwo in ein Feld eintauchen und dort wirklich Erfahrung machen und gut werden in etwas. Meistens, wenn du in einem Feld drin bist und längerfristig ja, da drin bist, dann kommen dann die ersten Resultate und diese Resultate, die du machst, sorgen dann natürlich auch wieder für Freude und sorgen dafür, dass du länger dran bleibst an etwas. Wenn du aber nur Spaß folgst und denkst, ah, nee, mache ich nicht mehr, mache mir keinen Spaß mehr, dann du folgst eigentlich ständig einem leuchtenden Objekt. Und sobald das nicht mehr leuchtet, folgst du dem Nächsten und dann dem Nächsten. Man nennt es im Englischen Shiny Object, also Shiny Object Syndrom. Das scheinende Objekt-Syndrom, dass du immer nur dem folgst. Und guess what? Dann kommst du nie irgendwo in der Tiefe, in die Tiefe rein, sondern du brichst vorher ab. Und dann kannst du auch langfristig nicht wirklich etwas durchziehen. Und das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. So, ich habe Kunden und Kundinnen bei uns, die studieren zum Beispiel noch. Ja? Und dort ist es so, manchmal ist es hart zu studieren. Und sie stellen sich dann die Frage, soll ich abbrechen oder nicht? So, da stelle ich immer die Frage, so, was ist der Ruf? Warum hast du angefangen? Wofür hast du angefangen? Nur wenn es manchmal hart wird, heißt es nicht, dass wir sofort aufhören müssen und sagen, nee, das ist nicht unsere Berufung. Nee, nee, nee. Der Berufung zu folgen kann manchmal sehr hart sein. Deine Berufung zu leben kann manchmal sehr, sehr, sehr hart sein. Bitte nimm das mit. Jetzt, wie kannst du dann den Ruf wieder hören? Wie kannst du diesem Ruf folgen? Schau, die Berufung kannst du nicht irgendwo da draußen finden. Da draußen sind Impulse, Vorbilder, die du vielleicht hast, auf die du guckst. Aber dein Ruf des Lebens spürst du nur in dir. Indem du, wie von Anfang an schon gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, den Blickwinkel nach innen richtest und wieder reinhörst. Dich mal abschottest von dem ganzen Lärm da draußen. Darum ist es wichtig, dass du dir Strukturen schaffst, in der du auch wirklich fixe Punkte hast, in der du in die Stille gehen kannst. Weil den Ruf, den du spürst, der kommt aus der Stille heraus. Jetzt klingt es vielleicht für die einen oder anderen speziell, aber schau. Stille ist die kraftvollste Dimension von Existenz überhaupt. Alles kommt von der Stille und taucht wieder in die Stille hinein. Ja, jeder Ton, den du hörst, kommt von der Stille und taucht wieder in die Stille ab. Stille ermöglicht es dem Ton überhaupt erst zu sein. Okay? So, stell dir vor, Stille ist wie ein Raum. Ohne den Raum kann nichts sein, weil der Raum gibt erst die Möglichkeit für zu sein, um zu existieren. So, wir haben diese Stille und diesen Raum in uns. Wir kommen am Ende des Tages von dieser Stille, von diesem leeren Raum und wir werden eines Tages wieder dort hineintauchen. Wenn du sehr sorgfältig überprüfst, wirst du auch sehen, dass du am Ende des Tages nicht von dieser Stille getrennt bist, sondern dass du auch diese Stille bist, in der Tiefe. Jetzt, was meine ich damit? Wie kannst du das praktisch machen? Schau, du kannst es praktisch machen, indem du beispielsweise jeden Tag oder zumindest 5-mal in der Woche für 5 oder bis 10 Minuten einfach meditierst, den Blickwinkel nach innen richtest, die Gedanken beobachtest, die Gefühle beobachtest, deinen Körper beobachtest und alles so sein lässt, wie es ist. Und du kannst dich dann, wenn du dich mit Meditation beschäftigst, mit jedem Ausatmen noch mehr in die Stille, in die Leere hinein entspannen. Und das ist eine unglaubliche Kraft, mit der du bewusst Kontakt aufnehmen kannst. Du machst es ja jetzt schon jeden Abend. Jeden Abend gehst du ins Bett und du tauchst für ein paar Stunden in diese Stille hinein. Würdest du das nicht tun, würdest du sterben.
Es ist bewiesen heute, dass wenn du nicht schläfst, dass das den Menschen tötet. So, du brauchst diese Stille und du gehst auch wirklich jeden Abend in diese Stille zurück. Von dort holst du die Kraft. Jetzt ist es wichtig, dass du auch durch den Tag durch gewisse Strukturen so herrichtest, erstellst, um immer wieder mal kurz in diese Stille einzutauchen, sodass von dort heraus der Ruf wieder kommen kann. Du schaffst Raum für den Ruf. Wenn der Ruf da ist, dann verbindet er sich mit deinem Verstand, mit deinen Gedanken. Du kannst dann darüber nachdenken, aber der Ruf, der entsteht nicht im Verstand. Das ist wichtig, das begreifen zu können. Ich weiß, das klingt komplex und kompliziert, aber stell es dir einfach nur so vor, so diese Intuition, die findet nicht hier im Verstand statt. Die ist tiefer. Sie verbindet sich dann mit deinem Verstand, da kannst du darüber nachdenken und Möglichkeiten anschauen, möchte ich das tun oder nicht. Aber die Intuition, dieser Funke, die kommt aus der Stille heraus. Okay? Das heißt, es bringt nichts, mit der Berufung nachzudenken, es ist mehr ein Fühlen, es ist mehr ein Reinfühlen. Und das kann man lernen, das kann man kultivieren, das lernen wir in unserer Ausbildung, in unserem Coaching und Mentoring immer und immer wieder mit enormen Erfolgen, okay, mit enormen Erfolgen. Ein anderer Weg als Meditation, um Zugang zu dieser Stille zu haben, ist auch, indem du einfach nichts tust. Indem du einfach mal spazieren gehst, an nichts denkst, dich einfach von der Natur berühren lassen lässt. Geh in die Berge, nimm dir eine Auszeit, wenn du das kannst. Nimm dir eine Auszeit für 1, 2, 3 Wochen, geh reisen, lass deinen Verstand einfach ruhen. Entdecke die Natur. Meistens ist es so, wenn du in der Natur bist und etwas richtig Schönes siehst, dann kommst du im Moment. Du bist hier. Ja, es raubt dir den Atem. Man sagt ja auch, es raubt dir den Atem. Oder wenn du einen Sonnenuntergang siehst, du guckst da rein und für einen kurzen Moment denkst du nicht da nach, sondern du bist einfach hier. So, wenn du präsent und hier bist, dann bist du nicht in deinem Verstand, sondern du bist hier und du bist mehr bei dir selbst. Je präsenter du bist, je höher dein Level von Bewusstheit ist, desto näher bist du dir selbst, desto näher bist du dem Ruf deines Lebens, desto besser kannst du ihn hören und ihm dann auch folgen. Okay, es muss nicht nur Meditation sein, sondern es kann wirklich auch sein, geh raus, schalt den Kopf ab, komm ins Hier und Jetzt, werde präsent. Und für das lohnt es sich manchmal auch eine Auszeit zu nehmen. Ja? Einfach auch, um wieder mehr Klarheit zu bekommen. Wenn du permanent in deinem Arbeitstrott bist, in deinem Alltag drin bist und dich ständig bombardieren lässt von äußerlichen Reizen, dann fehlt es dir an Klarheit. Stell dir das so vor, dein Geist ist wie ein klarer Bergsee. Wenn er klar ist, kannst du runter bis zum Grund sehen. Doch wenn du da Steine reinwirfst und dann windet es vielleicht stark, dann kommen Wellen in diesen Bergsee, dann kannst du nicht mehr wirklich reinschauen, sondern es ist aufgewühlt. Du siehst nicht mehr bis zum Grund. Und genau so ist es mit dem Geist. So, wenn du in die Stille eintauchst, dann wird dein Geist wie ein klarer Bergsee. Du kommst mehr zu dir selbst und du kommst zum Grund und du kannst klar und deutlicher sehen. Und dann ist es wichtig, wenn ein Impuls kommt, wenn du den Ruf spürst. Und wie gesagt, nochmal, der Ruf kann eine Ahnung sein, kann ein Bild sein, kann ein Gefühl sein, kann eine Richtung sein, die du spürst. Dann ist es wichtig, dass du dem nachgehst. Und auch das ist nicht immer angenehm, weil das heißt meistens, die Komfortzone zu verlassen. Ich habe letztens ein Video gemacht, einer der Gründe, warum Leute nicht ins Umsetzen kommen, schau dir dieses Video an. Ja, schau dir unbedingt dieses Video an. So, dann ist wichtig, dass du umsetzt. Wie viel Mal in deinem Leben hast du schon einen Ruf gehabt, deines Lebens, und du hast einfach nicht hingehört, hast einfach weitergemacht und er ist wieder verflogen. Ja, und das ist dann sehr, sehr schade. Das heißt, wenn du deine Berufung finden willst, wenn du deine Berufung leben willst, dann musst, es geht gar nicht anders, du musst dich auch respektieren. Du musst dich richtig hart respektieren. Du darfst dir klar sein, dass das Leben morgen fertig sein kann. Es kann morgen fertig sein. So, bist du hier auf diese Welt, um möglichst sicher durchzukommen? Oder bist du hier und sagst, hey, jetzt will ich es wirklich wissen. Ich gehe dafür. Ich gehe für den Ruf. Ich gehe dafür und ich schaue, wohin das Leben mich bringt.
Du musst bereit sein, in die Unsicherheit zu gehen. Weil die Berufung ist nicht immer dort, wo alles sicher scheint. Die Berufung bringt dich auch dorthin, wo nichts mehr sicher scheint. Und das heißt, die Komfortzone verlassen zu können. Wenn du sagst, du möchtest gerne mehr in dieses Thema eintauchen, auf einer tieferen Ebene, und du möchtest wahre Transformation in deinem Leben einladen, du möchtest jetzt wirklich eine Veränderung, du möchtest deine Berufung finden, du möchtest dem Ruf wieder folgen, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, klicke unter diesem Video auf unseren Link und hol dir ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder mit jemandem aus unserem Team. Yes! Ich freue mich darüber, wenn dir dieses Video Mehrwert gegeben hat und mich auch freuen, wenn du es teilst, wenn du likest oder auch ein Abo dalässt. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.